Jetzt geht es um die Identität einer unbekannten Toten und darum ist Steffi Burath vom LKA Sachsen-Anhalt bei Kripo Live. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Sachverständige für visuelle Personenidentifizierung und Weichteilrekonstrukteurin und damit auch immer dann zuständig, wenn Tote in einem Zustand sind, der es einfach schwierig macht, festzustellen, um wen es sich dabei handelt. Und das trifft auch auf den Fall der jungen Frau zu, über den wir jetzt sprechen wollen. Ja, genau. Dort habe ich auch die Rekonstruktion angefertigt. Das ist ein Fall, der aus dem Jahr 2006 stammt. Ist schon etwas her, aber das liegt mir immer noch am Herzen, weil ich denke, das ist eine Frau in mittleren Jahren, die irgendwo mitten aus dem Leben gerissen ist und die muss doch irgendwo vermisst werden. Und deswegen bin ich mit diesem Fall heute noch mal hier. Können Sie auch ein bisschen was zur Auffindesituation der Toten sagen? Ja, sie wurde im Februar 2006 gefunden in Niedersachsen, in der Aller, bei der Gemeinde Ahlen. Und sie lag etwa 2 bis 3 Monate im Wasser, also müsste so Ende 2005 etwa verschwunden sein. Es ist eine europäische Frau, etwa 1,62 groß, 60 Kilo schwer, mittlere Statur. Das Alter weiß man nicht genau, das kann so zwischen 25 und 55 Jahren liegen. Das kann man nicht so genau feststellen. Das ist eine relativ große Spannweite eigentlich. Ja, genau. Und es wurde schon einmal ein Fahndungsaufruf veranstaltet. Damals war es so, da die Bekleidung so ein bisschen Outdoor-Bekleidung und so etwas maskulin wirkte, hatte ich damals das Gesicht auch etwas maskuliner gehalten. Und da dort keine Meldungen gekommen sind, wurde das jetzt noch einmal ein bisschen verändert, verschiedene Frisuren draufgesetzt, weil man bei einer Rekonstruktion eigentlich immer nur die Schädelform hat, aber man weiß nicht, wie die Haare aussehen. Und es wurde eine Brille gefunden, darunter sehen wir auch noch einen Entwurf, wo die Brille mal aufgesetzt war. Aha. Die Frau hatte die Brille aber nicht auf bei der Auffindesituation. Das hier ist dann auch die Brille, die bei der Toten gefunden wurde. Ja, das ist sie. Lassen Sie uns mal einen Blick werfen auf die von Ihnen jetzt angefertigte neuerliche Bildvariante. Da haben Sie ja gleich mehrere gemacht, um auch die Variantenweite zu zeigen. Genau, hier ist einmal mit ein bisschen lockigeren Haaren, so eine etwas jüngere Variante. Das auch immer noch mal mit Brille, genau. Alle Zeichnungen sind immer einmal Frisur und dann noch mal mit Brille dieselbe Frisur. Wir können uns das ja auch noch mal anschauen. Mhm. Denn das verändert ein Gesicht ja doch ganz enorm in der Wahrnehmung, ja, das wenn die Frisur eine andere ist. Das ist doch sehr unterschiedlich. Wie die Haare tatsächlich gewesen sein könnten, dazu haben Sie keinerlei Anhaltspunkte. Sie wissen nur, dass sie etwas länger waren. Genau, es wurde eine Strähne noch entdeckt an der Frau und sie ging so ein bisschen über die Schulter und war mittel- bis dunkelblond. Aber ansonsten wissen wir nichts weiter. Bei der Leiche wurden ja auch noch weitere Utensilien entdeckt, zum Beispiel ein Schlüssel. Ja. Der auch ganz markant an der Hose der Toten befestigt war. Ja, das war sehr eigenwillig. Es waren zwei Sicherheitsschlüssel, die mit einer Sicherheitsnadel direkt an der Hose befestigt waren. Und das ist schon etwas ungewöhnlich. Wir haben da auch noch ein Bild, da sieht man, was noch gefunden wurde, nämlich eine Geldbörse. Ein Brillenetui, sagen Sie, genau. Ja, hier. Da sieht man es. Und da ist auch der Bezug zur Innenstadt Hannover gegeben, weil dieser Optiker kommt aus der Innenstadt Hannover. Und auffällig auch, eigentlich ist das, würde ich sagen, eine Herrenbörse, nicht? Genau, eine Herrenbörse mit ein paar Münzen drin. Also nicht viel dabei und keine Papiere dabei. Wir fragen jetzt also bei Kripo Live, kennen Sie die hier gezeigte Frau? Ich wiederhole es nochmal, sie war etwa 1,62 groß, wog 60 Kilo, war also schlank. Bekleidet war sie mit einer Levi's Jeans 501 mit Knopfverschluss, einem schwarzen Rollkragenpullover der Marke Jones Armstrong, schwarzen Lederschnürstiefeln derselben Marke und einem Esprit-T-Shirt. Ihre Hinweise bitte in diesem Fall an das LKA Niedersachsen in Hannover, Telefonnummer 0511 26 26 2 2112. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Steffi Burath vom LKA Sachsen-Anhalt. Bitte.